abweisen. Also es hat was mit Luftrecht, mit Steuer zu tun. Und dann gibt es einen Befähigungsnachweis, mit dem dürfen Sie dann auch mitnehmen. Sollte das ja allerdings leichter als 2 Kilo sein oder ein Segelflugzeug kaufen, auch nach das Wiese gehen und dann hier in Regionen aufschalten, jedes Mal wieder mehr Böse ist am Sonntag. Okay, das ist groß und nebenbei, weil wir deshalb haben wir jetzt auch diesen kleinen. Genau, so ein kleiner Hubschrauber ist in der Lage, bei Aufgriffen auf menschlichen Körper schwerste Verletzungen im Gesicht, Augen und andere. Piloten auszugleichen, einige
ein hochgeratenes Modell zu stabilisieren, bis zum Punkt des Gehirns der Anhängerhaus abhängt. Also diese vier Möglichkeiten sollten Sie mal in Erwägung ziehen, um eben das Ding einzuschalten. Thank you.